das ging eigentlich relativ schnell. Ich meine, wir hatten ja dann das Trainingslager für uns, die ganze Vorbereitung für uns und ja, wir haben uns super schnell zusammengefunden, verstehen uns gut, auf und auch neben dem Platz und hat alles super funktioniert. Ja, natürlich, wie gesagt, wir arbeiten ja jeden Tag auf dem Platz zusammen und sprechen auch viel über bestimmte Situationen, auch jetzt gerade nach den Spielen. Und ich denke schon, dass die das eine oder andere dann noch von mir mitnehmen können. Ja, ich denke, dass wir bisher überaus zufrieden sein können. Ich meine, wir stehen tabellarisch sehr gut da, haben jetzt noch ein paar Spiele bis zur Winterpause und hoffen, dass wir vielleicht nochmal komplett angreifen und vielleicht zur Winterpause noch Platz 1 erringen können. Nö, also rein zeitlich passt es schon eigentlich ganz gut, dass ich 2 bis 3 Mal die Woche nach Hause fahre. Körperlich merkst du natürlich hin und wieder schon mal, dass wenn du aus dem Auto steigst, dass dir schon mal das eine oder andere wehtut, aber bis jetzt habe ich es gut kompensiert und es funktioniert einwandfrei. Na, angefangen hat es eigentlich, dass meine Frau mir zu Weihnachten eine Kamera geschenkt hatte, ich glaube vor 2 Jahren jetzt, mit dem Hintergedanken, dass ich Fotos für mit den Kindern zusammen mache oder für unser Album von den Kindern. Und ja, dann hat sich das relativ schnell rasant entwickelt, dass ich jetzt auch in meiner Freizeit hin und wieder mal rausgehe und Landschaften mache oder Städte oder sonstiges. Und von daher hat sich das so nach und nach entwickelt. Und ja, es ist für mich ein bisschen Entspannung eigentlich letztendlich. Und man kann ein bisschen abschalten vom Alltag. Das ist dein einziger Ausgleich, den du so betreibst? Oder machst du vielleicht noch eine andere Sportart in deiner Freizeit? Nee, wie gesagt, wenn ich viel Freizeit habe, dann bin ich ja letztendlich zu Hause bei den Kindern und verbringe Zeit mit meiner Familie. Das ist tatsächlich nur hier, wenn ich jetzt in Magdeburg schlafe und am nächsten Tag wieder früh Training habe und dann ich nachmittags mal ein bisschen Zeit habe, dann nehme ich sowas in Angriff. Ich glaube, dass ich für einen Torhüter relativ introvertiert bin eigentlich, relativ ruhig. Ja, mich aber aufs Wesentliche konzentriere. Ich versuche mal die Spiele 100% anzugehen und ich denke, dass gerade meine Ruhe ja auch den Spielern hilft, dass sie wissen, es steht immerhin, der nicht zappelig ist und auch in brenzligen Situationen einfach mal die Ruhe bewahrt. Und ich denke, das ist so das Größte, was mich auszeichnet. Ja, ich glaube, dass es gerade dann wichtig ist, jetzt wie gegen Halle zum Beispiel, wo wir den Anschlusstreffer kriegen, dass man dann nochmal die Mannschaft nochmal extrem wachrüttelt und versucht, ja, dass sich jeder nochmal darauf fokussiert, dass wir die 3 Punkte dann mit nach Hause nehmen können oder zu Hause behalten. Und ja, dass es gerade in dem Moment halt wichtig ist, dass alle nochmal an ihre Leistungsgrenze kommen, alle nochmal wach sind. Und ich denke, da spielt der Torhüter eine große Rolle bei. Also, dass der nochmal motiviert, nochmal lautstark von hinten seine Mannschaft ordnet. Und ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Bestandteile. Ja, das haben wir ja schon oft erwähnt, dass gerade bei unseren Heimspielen, also nicht nur zu Hause, aber gerade bei unseren Heimspielen, die Fans natürlich eine enorm wichtige Rolle für uns spielen. Das ist nochmal, wenn du die Fans im Rücken hast, hast du nochmal 15 bis 20%, die vielleicht nochmal mehr aus dir rauskitzeln kannst in dem Moment. Für einen Gegner ist es extrem schwer, dann vor dieser Kulisse spielen zu müssen, vor dieser lautstarken Kulisse. Und ja, ich denke, das ist ein enormer Vorteil für uns auch, mit diesen ganzen Fans im Rücken. Ja, ich muss sagen, klar, ein geiles Gefühl ist es jedes Mal, gerade wenn man auf dem Platz läuft. Aber inzwischen muss ich sagen, wenn man so viele Spiele schon gemacht hat, kann man auch ganz gut abschalten dann von den Zuschauern. Also man kriegt tatsächlich, wenn man im Spiel ist, kriege ich selbst ich, der ein bisschen mehr Zeit hat als die Spieler, relativ, ja, wenig ist übertrieben. Aber man konzentriert sich so aufs Spiel, dass man die Fans vielleicht ein Stück weit ausblenden kann in dem Moment sogar. Ja, genaue Pläne haben wir noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass wir ganz entspannt zu Hause verbringen werden. Ich weiß nicht, ob wir jetzt vielleicht kurzfristig nochmal irgendwo hinfahren, aber letztendlich bin ich froh, dass ich bei meiner Familie sein kann dann und zusammen mit den Kindern und meiner Frau dann Weihnachten verbringen kann. Nee, muss ich sagen, das ist für mich so das erste Mal. Wir hatten mal damals ein Testspiel in Schweden, was relativ kurzfristig war, also einen Tag hin und am nächsten Tag wieder zurück. Aber so mit der Englandreise jetzt, das ist schon für mich auch nochmal Neuland und freue ich mich besonders drauf. Ich muss sagen, dass sich das extrem gut entwickelt hat. Also ich habe ja von vornherein gesagt, dass ich Tüschi immer vom ersten Tag dann schon als mein Trainer angesehen habe. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Wir haben ein extrem gutes Verhältnis.
wir werten die Spiele sehr professionell aus mit Videoanalysen und Fehleranalysen und ich denke, das ist schon eine richtig gute Zusammenarbeit inzwischen. Ja, na, privat und persönlich hoffe ich, dass ich gesund bleibe, dass ich gesund durch die Saison komme, möglichst alle Spiele in der Liga machen kann. Und ja, für mich wäre es natürlich nochmal ein Traum, nochmal aufzusteigen jetzt mit dem FCM, das wäre noch was ganz Großes. Und dann nochmal ein Jahr zweite Liga spielen zu können, wäre natürlich überragend.